Hi Leute, ich habe mir ja vor ein paar Wochen das Tesla Model Y gekauft und euch genau erzählt, was mir an dem Auto gefällt, aber auch was mir gar nicht gefällt. Vor allem ältere Modelle haben das Problem eines zu harten und wirklich unangenehmen Fahrwerks. Ich zeige euch heute, welche Upgrades ich an meinem Model Y vorgenommen habe, die den Alltag einfach viel entspannter machen. Allen voran lasse ich mir endlich ein neues Fahrwerk einbauen und ich stelle euch nützliches Model Y Zubehör vor, das entweder weitere kleinere Probleme löst oder manchmal auch einfach nur schick ist. Das Fahrwerk lasse ich mir in Lübeck bei der Jürs GmbH einbauen, bei einem YouTube-Kollegen von mir, und zwar Michael Scharnberg. Ja, wir bauen heute ein Koni-Fahrwerk ein, und zwar das Koni Plus von Reifenreber. Da sind wir Einbaupartner hier im Norden, Reifenreber im Süden. Es gibt in Österreich und in der Schweiz Einbaupartner. Und das Besondere daran ist wirklich, man hat ein komfortables, sicheres Fahrwerk. Das Fahrwerk federt vernünftig, es ist aber auch stabil und jetzt kann man verschiedene Variationen wählen. Wir verbauen immer mit Meile-Querlenker in der Regel, KW-Domlager auch manchmal. Im Moment sind die alle ausvergriffen, es gibt zurzeit keine KW-Domlager. Aber Vogtlandfedern, Meile-Querlenker und das Koni-Fahrwerk ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du wirst dein Auto komplett nicht wiedererkennen, weil du wirst sagen, Mensch, das ist wirklich cool. Wichtig ist dazu zu sagen, dass Tesla seine Produktion fortlaufend optimiert und dass die Fahrwerke von neuen Modellen deutlich besser sein können als in alten Modellen. In den neuen Model Y aus dem Werk in Grünheide sollen schon ganz anständige Fahrwerke verbaut sein. In eurem Fall werdet ihr das ganz schnell herausfinden, wenn ihr eine Probefahrt mit eurem Model Y macht. Die Höhe des Autos, verändert die sich durch das Fahrwerk? Nein, aber man kann sie natürlich verändern, weil viele sagen, hey, ich möchte sie noch ein bisschen tiefer haben. Dadurch hast du natürlich den Vorteil, dass er sportlicher aussieht und er fährt sich auch etwa für mich die optimale Mischung, 2,5 bis 3 cm tiefer, dann das Koni-Fahrwerk, hervorragend. Dann büßt man aber Komfort ein. Ne? Okay. So, was wir jetzt bei dir machen, hast du den höchsten Komfort und deswegen nehmen die meisten das so. Aber manche möchten halt auch was an der Optik verändern. Wie lange dauert das Ganze jetzt ungefähr? Morgens um 9 bringen, 14 Uhr abholen. In der Regel zwischen 4 und 5 Stunden machen wir die Termine. Wie teuer ist das ungefähr? Ohne die KW-Domlager liegt man ungefähr bei, ich glaube, nagel mir nicht fest, 2.250 Euro, schätze ich mal irgendwie. Mit KW-Domlager 2,5 inklusive Mehrwertsteuer. Aber dazu gehören natürlich alle Teile, die Arbeitszeit, Achsvermessung wird gemacht, alles was damit zusammenhängt. Und das Coole ist, man braucht sie nicht eintragen. Es gibt eine ABE, die kann man sich auf der Seite von Reifenreber downloaden und eintragungsfrei. Auch die Federn sind eintragungsfrei. Also man spart hier den Weg zur Zulassungsstelle. Wie zufrieden seid ihr denn eigentlich allgemein so mit der Qualität von den Teslas? Also das Fahrwerk ist blöd, gerade in den älteren Modellen. Gibt es noch irgendwelche Probleme, wo ich gucken sollte, dass ich da auf jeden Fall irgendwie was nachrüste? So wie wir jetzt zum Beispiel das Auto sehen, kriegt eine Dämmung. Viele lassen die Hohlraumversiegelung bei uns machen. Wenn sie sagen, das Auto möchten wir wirklich super lange fahren, weil in den Karosserien ist keine Hohlraumversiegelung drin. Sind Bremsen auch ein Problem bei Tesla? Nein, Bremsen sind bei jedem E-Auto ein Problem. Je größer die Rekuperation, umso weniger bremsen die Leute. Also fast alle Tesla Model 3 und Y-Fahrer kriegen nach 3 Jahren neue Bremsen, weil sie einfach zu wenig bremsen. Dann gibt es noch so einen Begriff, den man irgendwie immer wieder hört im Zusammenhang mit Tesla, Querlenker. Die machen wir bei dir jetzt auch gleich neu. Ja, Querlenker ist auch immer ein Thema. Deswegen verbauen wir immer die Meile-Querlenker. Ich sage ja, 98% der Leute nehmen auch gleich die Meile-Querlenker mit. Das sind ja HD, also eine verstärkte Version. Dann hat man keine Probleme mehr. Hier oben siehst du schon, ist alles Dreck drin. Ne? Und da gehen sie dann halt kaputt. Das hier selber kannst du ja mal bewegen. Ja. Und wenn wir gleich den HD-Querlenker haben, kannst du da mal den Kugelkopf bewegen. Da wirst du schon einen brutalen Unterschied merken. Dann beweg mal. Geht nicht. Na, und jetzt beweg mal deinen. Da bewegt sich nichts. Und hier? Das ja, okay. Ordentliche Qualitätsunterschiede. Also hier bewegt sich gar nichts. Gar nichts, genau. Wow, okay. Und das merkt man natürlich, das überträgt sich natürlich beim Fahren aufs Lenkrad und aufs ganze Fahrverhalten. Ne? Übrigens könnt ihr gerade 1.000 Euro auf einen neuen Tesla sparen über meinen Weiterempfehlungslink, falls ihr euch zufällig gerade ein neues E-Auto kaufen wollt. So Leute, das Koni-Fahrwerk ist eingebaut. Ich habe es jetzt ein paar hundert Kilometer eingefahren und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein verdammtes Upgrade. Das Auto fährt sich endlich wie ein modernes Auto, wie man das von einem modernen Auto erwartet. Ja, das heißt, es ist jetzt kein
Wunder wie beim Rolls-Royce oder so, dass du keine Bodenwelle mehr merkst, aber es fährt sich einfach gut und man kann guten Gewissens auch mit höherer Geschwindigkeiten über unebene Straßen fahren. Ich steige lieber in das Auto als vorher, weil ich halt auch das Gefühl habe, dass es einfach auch für die Mitfahrer deutlich angenehmer ist. Hier jetzt, Kopfsteinpflaster. Ist so, wie man es irgendwie erwartet. Bei dem alten Fahrwerk, da wurde man durchgeschüttelt. Es ist natürlich schade, dass nicht von Anfang an gutes Fahrwerk in dem Auto verbaut war. Wie gesagt, 2022er Shanghai Model. In den neuen Berliner Modellen soll es schon ein bisschen besser sein, aber immer noch nicht perfekt. Wenn ihr sagt, euch ist Komfort wichtig, dann ist es wirklich eine große Empfehlung von mir. Die Jürs GmbH hat es auch wirklich exzellent gemacht. Fahrt da gern hin, wenn ihr euch das Fahrwerk oder anderes Zubehör vom Spezialisten einbauen lassen wollt. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Machen wir weiter mit weiterem nützlichem Zubehör fürs Model Y. Die Model Y-Fahrer werden das kennen. In der Mittelkonsole ist jede Menge Platz. Hier sind zwei riesige Fächer. Aber das Problem ist, die sind so groß, dass alles, was man hier reinpackt, findet man quasi nie wieder. Es ist völlig unorganisiert. Und dafür kann ich auf jeden Fall empfehlen, diesen absoluten Klassiker, diesen Mittelkonsolen-Organizer hier. Innen drinne ist es Vlies, die verschiedene kleine Fächer haben, wo man ganz verschiedene Dinge reinlegen kann und seine Gegenstände einfach ein bisschen organisieren kann. Und man kann dieses Fach auch einfach nach hinten schieben und dann hat man immer noch Zugriff zu dem großen Fach, das ganz nach unten geht. Den gleichen Organizer gibt es quasi auch nochmal hier für die Armlehne. Auch darunter ist immer noch jede Menge Platz, aber darüber dann halt dieser Organizer, wo man kleinere Gegenstände besser ordnen kann. Die kosten jeweils 25 Euro im Shop von Teslabs. Die Links dazu habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Und ein letztes kleines Fach, was man auch noch installieren kann. Das ist nicht so ganz nötig wie die beiden, aber wenn man noch ein bisschen mehr Platz haben möchte, ist dieses kleine Geheimfach hier. Das ist einfach so ein Plastikfach, das man quasi mit zwei Klebestreifen hier reinklebt. Und da kann man zum Beispiel noch Ladekarten oder sowas reintun. Ich habe hier noch gar nichts drin. Ich habe es gerade erst eingebaut. Ein weiteres Must-Have sind extra Gummifußmatten. Die habe ich jetzt zum Herbst noch nicht drin, aber sobald der Winter losgeht, werde ich sie ins Auto legen und den Fußboden vor Schlamm schützen. Bei Teslabs findet ihr die je nach Material für zwischen 50 und 100 Euro. In der Videobeschreibung findet ihr alle Zubehörteile, die ich hier vorstelle. Wenn ihr über diese Links bestellt, erhalte ich pro Kauf eine kleine Provision vom Shop. Für euch fallen aber keine extra Kosten an und ich erzähle euch trotzdem natürlich ganz ehrlich, für wie sinnvoll ich die Teile halte, auch wenn ich sie alle kostenlos erhalten habe. Das sage ich euch hier natürlich auch ganz transparent. Noch ein kleines Zubehör für 3 Euro für den Innenraum, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist diese kleine Kameraabdeckung. Es gibt ja hier eine Innenkamera im Tesla, die einen quasi ja, immer beobachtet während der Fahrt. Und wenn man das nicht möchte, kann man das hier einfach zuschieben. Das ist einfach ein kleines Plastikklebeteil, klebt man drauf, funktioniert super. Und wie gesagt, für 3 Euro kann ich es auf jeden Fall wirklich empfehlen. So, das nächste Zubehör ist auch eine absolute Empfehlung von mir. Hat zwar jetzt nicht die wichtigste Funktion, aber sieht richtig gut aus, und zwar die Performance-Pedale. Normalerweise hat man im Model Y Standard Range oder Long Range so ganz normale schwarze Pedale und die sehen einfach nicht nur langweilig aus, sondern die ziehen wirklich jede Menge Dreck an. Sie sehen immer dreckig aus und deshalb kann ich euch sehr empfehlen, für 20 Euro diese Performance-Kappen zu kaufen. Die stülpt man quasi einfach über die Pedale drüber, ist sehr einfach zu installieren, dauert aber schon so 15-20 Minuten, ist ein bisschen friemelig, aber wertet den Innenraum einfach wirklich dolle auf und ich finde sie super schick. Empfehlung. Das nächste Zubehör löst ein Manko am Model Y, das ich im letzten Video noch gar nicht erwähnt habe, und zwar die Hutablage. Zumindest in diesem Model Y von 2022 aus dem Werk Shanghai hatte eine wirklich nervige Hutablage. Das ist quasi so eine steife Hutablage gewesen, die man so Ziehharmonika-mäßig zusammenfalten konnte, aber dieser Mechanismus hat einfach so schlecht funktioniert, dass man die nicht schnell raus und reingekriegt hat, wenn man sie mal brauchte oder nicht brauchte. Und die Lösung dazu ist eine aus- und einziehbare Hutablage. Kann ich wirklich empfehlen. Ja, man nimmt die einfach und zieht die quasi so aus und hakt die dann hier in so Halterungen ein. Diese Halterungen sind quasi so Plastikteile, die haben auf der Rückseite Klebestreifen, die zieht man ab, setzt sie dann hier ein und dann kann man die Hutablage aus- und einziehen. Ist wirklich gut, spart Nerven, ist aber auch nicht gerade günstig mit 140 Euro, müsst ihr wissen. Das letzte Zubehörteil und definitiv ein Highlight ist der Model Y Kühlschrank. Gerade für den Sommer oder für lange Fahrten, wo man Essen mitnimmt und Getränke und sie immer kühl halten will, ist das wirklich ein cooles Teil. Es ist tatsächlich nicht nur so, dass man diesen Platz
nutzen kann, den man hier sieht, sondern wenn man es aufmacht, sieht man, dass es quasi auch noch runter geht, weit runter bis in den Kofferraum vom Tesla Model Y. Ist quasi passgenau, ist wirklich direkt angefertigt für das Auto, passt also auch in kein anderes Auto, ist ein wirklich cooles Teil und ein Hingucker, kostet aber auch über 500 Euro. Und auf den ersten Blick hat er auch wirklich eine gute Qualität. Also richtig gut. Aber mit 500 Euro, wie gesagt, auch nicht gerade günstig. Gibt es sonst noch Zubehör, das ihr mir empfehlen könnt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit macht's gut und bis bald, euer Tom.